Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Gemeinde, Zuschauer, Zuhörer und Follower, am Sonntag Oculi, am dritten Sonntag in der Passionszeit und am ersten Sonntag im März grüße ich Sie ganz herzlich mit dem Spruch für diesen Monat, in dem der Frühling beginnt. Im Evangelium nach Lukas, Kapitel 19, Vers 40. Der Vers steht am Ende der Erzählung, die davon berichtet, wie Jesus in Jerusalem einzieht. Freilich erst am Ende des Monats März, am Palmsonntag, wird diese Geschichte aktuell. Und dennoch steht der Vers über dem ganzen Monat und so auch über den heutigen Sonntag. Im Vers geht die Stimmung voraus, die auf den Straßen geherrscht haben wird. Bunt und laut und fröhlich, begeistert, ja vielleicht euphorisch. Die Menschen priesen Gott für all die Wunder, die sie miterlebt hatten. Sie jubelten dem König zu. Und dann, berichtet Lukas, standen Pharisäer am Straßenrand. Selbstgerechte, die sich gerne abgrenzten. Gelehrte, Heuchler. Sie betonten die korrekte Einhaltung aller Gesetze und sie hielten sich für elitär. Jesus auf dem Fohlen stellt die Welt derweil auf den Kopf. Provokant predigt er von der Liebe zu Gott und zum Nächsten. Das zog vorwiegend die einfachen Leute an. Und die Pharisäer riefen dazwischen. Sie riefen aus der Menge Jesus zu, er möge doch seine Jünger zur Vernunft bringen. Vielleicht mit dem Unterton, sie würden sich blamieren oder sie wären naiv. Vielleicht wäre es für sie gar peinlich, ob ihrer Lebensfreude, ihrer Lust am Guten, an den Wundern, am Feiern auf der Straße, öffentlich und befreit, ungehemmt, aber nicht hemmungslos. Und Jesus? Jesus antwortet, ich sage euch, wenn sie schweigen, dann werden diese Steine schreien. Das ist der Spruch für den Monat März. Liebe Gemeinde, noch versammeln wir uns nicht in den Kirchen, um miteinander Gottesdienst zu feiern. Aber wir schweigen nicht. Wir vergessen nicht, wie es war, zusammen zu singen, zu beten und zu hören und Abendmahl zu feiern. Und wir vergessen unseren innigsten Wunsch nicht. Endlich, endlich, wenn auch mit Abstand und mit Maske, aber endlich wieder gemeinsam einen Gottesdienst erleben zu können. Wir schweigen nicht. Unsere Töne, unsere Worte, Rhythmen und Melodien, sie sind zu hören. Und wir denken aneinander. Und liebevoll gestaltete Steine erinnern an Stimmen, an Musik und an Klang. Dich, liebe Konstanze, soll dieser Stein an deine Chöre, deine Ensembles, an deine singende, musizierende, hörende, begeisternde, träumende und auch staunende Gemeinde erinnern. Vielen Dank. Wir schweigen nicht. Thank you.
Liebe Gemeinde, Steine, also alte Steine. Stein auf Stein, so wurden Mauern gebaut, Burgen und Kirchen. Manchmal von Hand. Zwischen 1924 und 1927 die Philippuskirche in Rummelsberg. Das Geld, das dafür gespart wurde, war nach der Währungsreform nichts mehr wert. Gebaut wurde trotzdem. Diakonenschüler der Rummelsberger Brüderschaft und Zöglinge, heute würde man sagen, junge Männer in einer Jugendhilfeeinrichtung, bauten gemeinsam. Im Steinbruch wurden die Steine per Hand geklopft, dann zum Bauplatz getragen und auf der Anhöhe als Kirche errichtet. Diese Steine schreien. Sie schreien von Gottes gutem Willen für uns Menschen, von den Erfahrungen, die Menschen mit Gott machten, von Erlebnissen, die erschütterten oder auch stärkten, die Freude mit sich brachten, Trauer, Not und Leid. All das und noch viel mehr hat Raum in unseren Kirchenmauern. Raum, auch um zu beten, zu trotzen, zu klagen, weinen, jubeln, feiern und danken. Stumme Schreie, die ins Mark gehen, ins Herz und in die Magengrube oder lautes Geschrei Ohren betäubt. Schreie zu Gott, egal an welchem Ort und egal aus welchem Grund, sie bleiben Gott nicht verborgen. Steine mahnen, sie erinnern, sie bekennen und sie sind Zeugnis. Wir Kinder Gottes dürfen noch viel mehr leben und wir dürfen laut sein und lachen, mit Herzen, Mund und Händen, mit Orgelpfeifen und allen Registern, mit Pauken und Trompeten, mit frohen Farben und bunten Bändern, mit wehenden Röcken und Haaren im Wind, hüpfen, springen, in die Hände klatschen, so will uns Gott. Lebendig und sprudelnd, überschäumend vor Glück. Wenn nicht wir, dann die Steine. Amen. Sind zum Gebet jetzt auf. Wir beten und stimmen ein mit dem Liedruf Kyrie Eleison im Gesangbuch, die Nummer 178.9. Jesus Christus, wir kommen zu dir und bringen vor dich unsere Hoffnung, unsere Zweifel, unsere Sehnsucht und unsere Ohnmacht. Sei unser Weg, sei die Wahrheit, aus der wir leben. Wir bitten dich.
deinen Weg, dass wir Liebe lernen und Frieden bringen, einander achten und schützen. Deinen Weg, dass wir verantwortungsvoll unsere Arbeit tun, dass wir uns nicht verstricken lassen in dunkle Geschäfte, sondern für Gerechtigkeit eintreten. Mit auf deinen Weg, dass unsere Herzen frei werden von den Versuchungen, nur an uns zu denken, andere auszunutzen und zu beherrschen. Reden hilfreich ist, Hoffnung bringt und befreit. Nimm uns mit auf deinen Weg als Gottes geliebte Kinder, dass wir aus der Finsternis in dein Licht treten und die Ehre machen mit unserem Leben. Dir sei Lob und Dank in Ewigkeit. Geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
und niemand soll sich unterstehen, dir zu schaden. Denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Rede, spiele, singe und schweige nicht. Geht hin im Frieden des Herrn. Amen.